Ja, ich freue mich schon. Also, wir haben die erste Nachtwache. Ich freue mich drauf. Das Schönste, was passieren würde, wäre, Anja, du bist meine Traumfrau. Ich will dich kennenlernen. I love you, I love you, I love you, I love you. Ach, Mann. I love you. Mir ist das wirklich egal, mit wem ich da zusammenarbeite. Weil wir haben Aufgaben und die Aufgaben müssen erfüllt sein. Hast du das schon mal mit dem Wasser mal gemacht? Nein. Willst du das mal machen? Kann ich machen. Ich hoffe, dass wir auch mal so ein paar ruhige Minuten miteinander haben, dass wir ein bisschen quatschen können, weil ich würde ihn gerne ein bisschen näher kennenlernen wollen. Also ich würde gerne mehr über sein Leben erfahren. Aber du hast so gar keine Ängste, ne? Ich mache mir keine Gedanken darüber. Man kann ihn sehr, sehr schlecht durchschauen. Also der ist ja auch so ein bisschen ruhiger und gibt sehr wenig von sich preis. Ja, ich glaube, der ist mehr so ein bisschen in sich gekehrt. 2 Minuten, dann kann ich dir das mal zeigen. Und ich erkläre dir das und dann kannst du das ja gleich mal machen. Guck mal, du siehst ja den hinteren, ne? Den braunen. Klapp ich einfach auf, gib's rein. Da sind bestimmt schöne Spinnen am Baum. Nö. Fantastisch. So geht dann auch die Zeit schneller um. Ja, super, super. Ganz toll. Dann machen wir das morgen. Nee. Aber jetzt ist dunkel. Ja. Wie geht diese Lampe an? Einfach draufdrücken. Also bis jetzt haben wir eigentlich immer guten Gesprächsstoff gehabt. Und ja, ich glaube, da wird ein schönes Gespräch draus werden. Hoffe ich zumindest. Also die Kanne steht davor. Du drehst das einfach auf und hältst die Kanne da drunter. Wenn voll ist, machst du zu und bringst einfach zurück. Danke, dass du mir das so genau erklärt hast. Ich zeig dir das jetzt. Dass du mir sagst, wie ich einen Hahn aufdrehe. So. Danke. Ganz lieb von dir. Sehr gerne. Sehr gut. Das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt, ja. Ich fand schon ein bisschen schade, dass er sich weggesetzt hat, weil ich habe den Grund nicht verstanden. Ich war schon ein bisschen traurig in dem Moment, ehrlich gesagt, weil ich habe mich auf die Nachtwache gefreut mit ihm. Geht aber schon schnell vorbei. Das letzte Stück ist das anstrengendste, denke ich. Ich merke, es wird schwieriger gerade. Ja. Es kam nie eine Gegenfrage, also der hat nur geantwortet. Und dann habe ich ehrlich gesagt auch die Motivation verloren, dann weitere Fragen zu stellen, wenn dann nichts zurückkommt. Es war angenehm, aber ich hatte irgendwie das Gefühl so, weil sie auch müde war, dass ich sie jetzt nicht zuquatschen möchte oder Fragen stelle. Wir hatten ja das ein oder andere Thema auch und das hat dann gepasst, ja.